Das war ja ziemlich überraschend. Auf der CES in Las Vegas hat Samsung zwei neue Smartphone-Modelle vorgestellt, nämlich einmal das Samsung Galaxy S10 Lite und das Note 10 Lite. Mit den Modellen hat man eigentlich überhaupt nicht gerechnet und deswegen fasse ich jetzt in diesem Video mal die ganzen Features zusammen. Viel Spaß! Also erstmal muss ich sagen, dass die Namen der Geräte absolut irreführend sind, denn eigentlich sind das keine Lite-Modelle wie zum Beispiel das S10e, eher eine abgespeckte Version des Galaxy S10 war. Prinzipiell ist das S10 Lite nämlich einfach nur das Samsung Galaxy S10 ein halbes Jahr später mit besserer Kamera. Als Display haben wir hier ein 6,7 Zoll AMOLED-Display, also ziemlich groß, und auch wieder ein Loch im Display, aber in der Mitte wie beim Note. Wir haben auch hier ein Snapdragon 855 sowie 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher, der aber per SD-Karte auch aufgerüstet werden kann. Wir haben genauso wie beim S10 übrigens auch einen Fingerabdrucksensor unterm Display. Die größten Änderungen finden sich aber bei der Kamera. 32 MP Frontkamera ist schon ordentlich. Als Hauptkamera haben wir drei Sensoren: einmal einen 48 MP Weitwinkelsensor, dann noch einen 12 MP Ultraweitwinkelsensor und eine 5 Pixel Makrolinse. Der Akku ist sogar auch ziemlich groß, nämlich ganze 4500 mAh. Allerdings muss man auch sagen, der Preis des Gerätes ist überhaupt nicht das, was man von einem Lite-Gerät vermutet, nämlich 649 Euro. Das Note 10 Lite ist erstaunlicherweise sogar günstiger, nämlich startet es bei 599 Euro. Und natürlich, wie es für ein Note typisch ist, haben wir natürlich auch den S Pen. Wir finden das gleiche Display wie im S10 Lite, also 6,7 Zoll AMOLED-Display mit Loch im Display. Was die Prozessorleistung angeht, ist das Gerät aber, wie der Preis es auch vermuten lässt, nicht so gut wie das S10 Lite. Denn wir haben statt einem Snapdragon 855 nur ein Exynos 8910 und nur 6 GB statt 8 GB RAM. Aber genauso wie beim S10 Lite haben wir auch 4500 mAh Akku und 128 GB internen Speicher. Die Hauptkamera des Note 10 Lite ist nicht ganz so gut wie die des S10 Lite, denn hier haben wir nur einen 12 MP Weitwinkelsensor, einen 12 MP Ultraweitwinkelsensor, wie auch im S10 Lite, und eine 12 MP Telelinse. Samsung hat also zwei wirklich sehr interessante Modelle rausgebracht. Beeindruckend ist natürlich vor allem der Preis. Gut 649 Euro beim S10 Lite ist jetzt nicht das, was der Name Lite vermuten lässt. Aber für die Leistung, die man hier bekommt, die eher dem S10 ähnelt, ist der Preis ziemlich beeindruckend. Noch krasser ist da eigentlich das Note 10 Lite. Mit 599 Euro kostet es nur halb so viel ungefähr wie das normale Note 10. Das heißt, wenn man unbedingt den Stift haben möchte, kann man da ziemlich günstig rankommen. Gut, das war es auch schon mit diesem sehr spontanen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um auch die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.